FendOne Onboard-Technologie, Bedienort Hydraulikventil und Bedienort Arbeitsscheinwerfer und Rundumleuchte umlegen, um sämtliche Funktionen auf der Armlehne umzulegen. Öffnen wir hierzu unser Menü. Das heißt, entweder drücken wir hier die Taste mit dem Pfeil nach rechts und links vor unserem Drehdrücksteller oder wir gehen über unser Loungepad. Wenn wir dieses Menü geöffnet haben, sehen wir hier unseren Kopf vom Fahrhebel, können hier auch nach rechts oder links klicken, um uns die anderen frei belegbaren Bedienorte anzeigen zu lassen. Legen wir als erstes das braune Ventil hier auf unseren Fahrhebel. Dazu entsperren wir das Ganze, wählen hier den Reiter Hydraulikventil, nehmen das braune Ventil und ziehen es hier auf unseren Fahrhebel. Wir sehen, die Farbe hier am Fahrhebel ändert sich auf braun. Ab sofort kann hier das braune Ventil bedient werden. Jetzt möchte ich noch meinen Rundumleuchte und mein Arbeitsscheinwerfer Setting 2 vom Fahrhebel bedienen. Das heißt, hier auswählen den Reiter mit dem Scheinwerfersymbol, dann das Lichtsetting 2 und die Rundumleuchte ziehe ich ebenfalls hier hoch. Wir sehen, hier bekommen wir eine weiße Hinterleuchtung der Taste. Das bedeutet allgemeine Funktion. Ich kann jetzt auch direkt die Arbeitsscheinwerfer einschalten, ausschalten oder aber auch die Rundumleuchte aus- bzw. einschalten. Es ist nicht notwendig, irgendwas abzuspeichern, direkt die Seite verlassen und losarbeiten.